Das stimmt. Ernsthaftigkeit. Hallo und herzlich willkommen zum Eintrag Ernsthaftigkeit im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden. Heute geht es um ein ernsteres Thema, nämlich um Ernsthaftigkeit. Ernsthaftigkeit heißt, Dinge mit Ernst zu verfolgen. Es heißt aber auch, Dinge mit Engagement zu tun, mit Einsatzbereitschaft. Ernsthaftigkeit heißt wirklich, vom Herzen her Dinge zu tun und da auch mit Konsequenz sie zu tun. Ernsthaftigkeit ist etwas Wichtiges. Wenn du im Leben in einer Sache wirklich tief gehen willst, dann musst du sie auch mit Ernsthaftigkeit üben. Ernsthaftigkeit heißt nicht nur dann, wenn es dir Spaß macht, sondern auch, wenn es dir keinen Spaß macht. Und gründlich. Zum Beispiel, ich lebe in einem Yoga-Ashram. Im Yoga-Ashram leben viele andere Menschen. Wir leben in einem Ashram, denn uns ist es ernst mit dem spirituellen Weg. Wir haben natürlich viel Freude und es gibt viel Gelegenheit zur Heiterkeit und es ist lustig. Und in unseren Satsangs geht es manchmal sehr freudevoll zu. Trotzdem, also wir sind mit Ernsthaftigkeit auf dem spirituellen Weg. Wir bemühen uns mindestens darum. Denn es ist etwas Wichtiges. Wir wollen Gott erfahren. Wir wollen Menschen helfen. Wir wollen, dass es Menschen besser geht. Wir wollen, dass Menschen glücklicher sind, gesünder sind, mehr Energie haben und dass sie auch ihre tieferen Ideale wieder erfahren und sie umsetzen können. Wir wollen, dass aus dieser Welt ein besserer Ort wird. Wir wollen das nicht nur einfach abstrakt, sondern wir sind zusammengekommen in einer spirituellen Gemeinschaft, um mit Ernsthaftigkeit diesen Dingen nachzugehen. Für uns selbst, für andere, für eine bessere Welt. Ernsthaftigkeit muss nicht ernst und traurig sein, aber Ernsthaftigkeit heißt Engagement. Ernsthaftigkeit heißt Energie hineinzubringen. Ernsthaftigkeit heißt auch dann weiterzumachen, wenn es mal nicht so gut geht. Überlege selbst, was ist in deinem Leben wirklich so wichtig, dass du es mit Ernsthaftigkeit angehst. Wenn du Kinder hast, vermutlich gehst du deine Kindererziehung mit Ernsthaftigkeit an. Wenn du ein gemeinnütziges Engagement hast, mach es mit Ernsthaftigkeit. Man erlebt gerade im gemeinnützigen Engagement leider gar nicht mal selten, dass Menschen das nicht mit ausreichend Ernsthaftigkeit angehen. Solange alle es irgendwie wollen und man sich gut fühlt und Spaß macht, macht man es. Aber wenn irgendwo es ein bisschen schwieriger ist, man etwas auf Zeit dafür investieren müsste, man auf anderes verzichten müsste, dann geben es viele Menschen auf. Und beschweren sich nachher darüber und lamentieren darüber, dass es nicht weitergeht. Tue Dinge mit Ernsthaftigkeit. Überlege, was ist mir wichtig. Und dann überlege, will ich es mit Ernsthaftigkeit angehen. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, mal so einen Versuchsballon loszustarten, um mal etwas leicht anzugehen. Manchmal die Dinge mit Leichtigkeit angehen, ist auch mal gut. Aber dann, wenn du merkst, ja, es ist mir wichtig, ja, da ist viel zu tun, ja, das könnte erfolgreich sein, dann mach es mit Ernsthaftigkeit. Verbinde die Ernsthaftigkeit vielleicht mit Leichtigkeit, mit Heiterkeit, mit Liebe, mit Freude, aber bleibe dabei mit Ernsthaftigkeit. Ja, schreibe doch mal, was du zum Thema Ernsthaftigkeit meinst. Und was für dich vielleicht ein Engagement ist, was du mit Ernsthaftigkeit verfolgst und was du auch bisher bewirkt hast. Du kannst das schreiben auf www.yoga-vidya.de. Dort gibt es ein Forum, das Yoga-Forum, und dort kannst du dich mit anderen austauschen. Kannst du sagen, was ist mir wichtig? Was will ich mit Ernsthaftigkeit und Engagement angehen? Und vielleicht findest du auch Hilfe von anderen, die das auch angehen wollen.